Jetzt mache ich noch einen Zusatz zu dem Gerson. Entdeckt hat, oder ist es was, was man sich einbildet, oder ist es Zufall, oder wie auch immer. Und ich erwähne das deswegen in diesem Zusammenhang. Das ist das mit dem Orgel, und das hatte ich in dem letzten Kaffee-Video oder so nicht drin. Ja, jetzt habe ich schon mehrere Kaffee-Dinger da, weil der Kaffeeeinlauf in der Gerson-Therapie ein zentraler Bestandteil der Entgiftungsmaßnahmen ist. Weil das so konträr ankommt, muss man das halt vielleicht öfters hochladen. Ich habe angefangen mit, wie ich nur den Kaffee koche, dann habe ich noch einen Zusatz mal gemacht, wie man den dann filtert. Eigentlich sollte man das alles in einem machen, aber naja, gut. Jetzt habe ich nachgeguckt, weil ich an der Mengeangabe gescheitert bin. Ich habe in dem einen Video gesagt, 3 Teelöffel, 3 gehäufte Teelöffel. Und dann habe ich hin und her, und das ist auch ein Riesenzirkus, bis man das da rausgerechnet hat bei diesem amerikanischen Film. Da machen sie Cup of Tea und Ons und Gallon und das ist zum Schluss so durchwurschtelt, dass man es gar nicht richtig... Aber ganz am Anfang sagt er, 3 Tablespoon auf 950, also 3 Esslöffel auf 1 Liter, kann man sagen. Oder anders ausgedrückt, wie ich es jetzt nachgelesen habe, sind diese Esslöffel, müssten rein theoretisch nach der Mengeangabe 20 Milliliter sein, und das ist ein gehäufter Esslöffel wiederum. Also kommt man dahin, 3 gehäufte Esslöffel Kaffeepulver in 1 Liter klares Wasser. Und das ist dann die Mischung. So. Und dazu lese ich jetzt aus dem Buch vor, die Gerson-Therapie von Charlotte Gerson, Beata Bishop. Und da wird eben oft ganz eindringlich darauf hingewiesen, dass dieser Kaffeeeinlauf das Entscheidende ist. Und auch erklärt, wie das zustande kam. Und da fange ich da ohne an. Diese zufällige Entdeckung kam auch den beiden Medizinprofessoren Meyer und Hübner aus der Universität Göttingen zu Gehör. Ich lese es deswegen vor, weil man es ja alles nicht glauben konnte, weil ich mehrfach schon gefragt wurde, ja, was soll denn das, wie geht denn das, kann doch überhaupt nicht funktionieren, ich trinke doch Kaffee lieber. Das ist also immer die allgemeine Aussage, ich kann die niemand übel nehmen, weil ich habe das ja genauso gedacht. Ich sage ja immer wieder, alles, was ich erzähle, hängt damit zusammen, dass ich früher auch irgendwas gedacht habe zu den Dingen und habe es dann ein bisschen abgeändert. Und deswegen ist einem der Hergang wohl bekannt, ne? Kann ich von mir nur so sagen. Sie begannen nach dem Krieg die Wirkung von reaktalen Kaffeeeinläufen an Ratten zu testen und fanden Folgendes heraus. Wenn Kaffee rektal gegeben wird, wird das gelöste Koffein über die Vene des Enddarms absorbiert und über das Pfortadersystem zur Leber transportiert. Dort regt es das Öffnen der Gallengänge an, sodass mehr Galle und Toxine aus der Leber in den Darm abgeschieden werden. Diese Beobachtung wurde im Jahr 1990, gut 70 Jahre später, von Dr. Peter Lechner, Chirurg der onkologischen Abteilung des Bezirkskrankenhauses Graz, bestätigt. Er hatte eine 6-jährige kontrollierte Untersuchung mit Krebspatienten durchgeführt, die eine geringfügige modifizierte Gerson-Therapie angewendet hatten. In dieser Veröffentlichung zitierte Lechner unabhängige Laboruntersuchungen, durch die beiden in Kaffee enthaltenen Komponenten identifiziert wurden, die eine Hauptrolle beim Entgiften der Leber spielten. Dr. Gerson erkannte schon früh den Nutzen der Kaffeeeinläufe, die bis heute einen wesentlichen Grundstein seiner Therapie ausmachen. In diesem Zusammenhang ist folgende Erkenntnis wichtig. Der Patient behält den Kaffeeeinlauf
wie empfohlen, über 12 bis 15 Minuten im Damm. Das habe ich auch immer erzählt. Jetzt kommt's. Da das gesamte Blutvolumen etwa alle 3 Minuten die durch Leber durchläuft. Das kann man eigentlich nicht glauben, oder? Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es wieder einen Arzt gibt, der dann sagt, na, so ist es ja ganz gar nicht. Aber das ist auch nicht jetzt, wenn das jetzt nicht genau stimmt, ist doch nicht die ganze Aussage hinfällig, ne? Oder wenn da ein bisschen Blut neben dran läuft, ich weiß ja gar nicht, muss es wirklich alles Blut durch die Leber, das ist ja irre, ne? Hat man sich überhaupt noch nie vorgestellt, dass es durch das Herz gehen muss, war mir klar. Aber auch durch die Leber, das ganze Blut, in 3 Minuten einmal, und wenn man es also 12 Minuten drin lässt bis 15 Minuten, dann wäre das nach Adam Riese insgesamt 4 bis 5 Mal durch die Leber. Und das ist so die Idee von dem Reinigungsakt. Jetzt fragt man sich, wie kommt denn der Kaffee in die Leber? Ne? Und da sagen die halt, es geht durch diese Gallengänge, wird das dahin transportiert an die Leber und ist dann in der Lage, also der Kaffee geht an die Leber durch die Gallengänge oder dieses Koffein und dort saust das Blut durch und dann muss das sich vermischen und da, jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht. Können die aus dem Gewebe herausgelösten Toxine über das Blut an die Leber abgegeben werden? Von dort gelangen sie wieder zu den infolge des Koffeins geöffneten Gallengängen. Also, im Blut, so rumläuft's, im Blut, siehst du, das habe ich wieder durchmischt. Im Blut muss man ja alles erstmal, ist ja kein Mediziner. Im Blut sollen diese Toxine sein, die durch die Therapie, gute Säfte und gutes Leben und da, gehen diese Toxine aus dem Körper raus und werden in das Blut abgegeben. Das ist ja die ganze grundlegende Idee. Der Körper ist vergiftet und macht Krankheiten, weil er nicht mehr weiter kann. Mir leuchtet das ein. Ne? Und die Gifte müssen raus und dann reinigt sich der Körper von selbst. Also dann heilt sich der Körper von selbst. Man muss ihm nur die Möglichkeit geben, indem er die Gifte aus dem Körper rausholt. Das ist die grundlegende Hypothese von der Gerson-Therapie, wie ich sie interpretiere. Also muss man den Körper wieder in die Lage versetzen, heilen zu können, also gesund sein zu können. Und da muss man die Gifte rausholen. Das ist eine grundlegende Erkenntnis, dass wir uns selbst vergiftet haben. Oder wir wurden vergiftet. Kann man sagen, wie man will. Weil wir nicht Acht gepasst haben, haben wir uns vergiftet. So könnte man also. Und jetzt müssen wir das besser machen. Also versuchen wir erstmal keine Gifte mehr in uns rein aufzunehmen. Versuchen die Luft zu filtern und das Wasser zu filtern und das Essen natürlich. Das ist das Erste, was man macht. Bei der Luft wird es schwer. Was willst du da machen? Muss man in den Odenwald gehen und dort auch irgendwo hin, wo es Luftkurort war oder wo die Luft gefiltert ist durch den Wald. Und dann geht man her und guckt sein Wasser nach. Das werde ich auch demnächst machen. Ich werde mal eine Wasserprobe hier nehmen und werde das mal analysieren lassen. Mein Neffe ist hier der Spezialist, der könnte das mal machen. Und dann werden wir sehen, ob man das ohne Bedenken trinken kann. In Berlin haben wir es getrunken, da wird es auch immer von der Wasserbetriebe behauptet, bestes Wasser kann man trinken. Aber man steckt ja nicht drin, was wird eigentlich untersucht, damit es freigegeben wird. Ne? Also nur als Nebensatz hierbei, hatte ich mit einem bekannten Freund darüber diskutiert. Und dann sagt er, ja, die Bioprodukte sind doch, kam wieder raus, irgendein Öl war vergiftet, weil beim Herstellungsprozess von diesem wunderbaren Naturöl, kalt gepresst, ist von der Maschine, die es pressen sollte, Öl neu gelaufen. Also, blödsinniges Öl, schlechtes Öl. Und da habe ich ihm nur gefragt, ja, und ist das so schlimm, wenn da ein bisschen ein Tropfen Öl neu fällt? Ja, möchtest du das essen? Da habe ich gesagt, ja, darüber habe ich mir früher mal Gedanken gemacht, wie es immer heißt, ein Tropfen Öl ins Grundwasser verseucht, wie viel? Und da habe ich mir mal überlegt, sag mal, wie kommen die da drauf, sowas zu behaupten? Ne? Weil man da immer dann diese ganze Aktionen sieht, wenn da mal ein Tippe Öl umfällt, da meinen sie ja, die Welt geht unter.
Und dann habe ich gedacht, ja, ist das jetzt so schlimm? Ist das jetzt so schlimm? Natürlich, wenn du so ein Öl-Ding in deinem Wasser drin hast, könnte zum Beispiel sein, dass allein der Geschmack schon scheiße ist. Ne? Das könnte ich mir vorstellen. Aber warum ist denn das jetzt giftig? Ist dann dieses Öl, dieses Diesel oder was, ist das giftig, wenn man es abkriegt? Oder in welcher Menge ist es denn? Ab wann ist es denn giftig? Oder ab wann vergiftet es dich? Man könnte das ja mal fragen. Okay, da gab es jetzt keine eindeutige Aussage dazu, aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass es giftig ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vollkommen übertrieben wird. Ne? Vollkommen übertrieben. Ein Tropfen Öl verseucht wie viel Kubikmeter von wunderbarem Grundwasser. Ne? Und da, als das so propagiert, ich werde immer elektrisiert, wenn da mit dem Geschäft gemacht wird. Wenn einer anfängt und buddelt dann der Ganze. Und, oder wenn sie dich verfolgen, weil irgendwo, ja, und da war ich halt im Ausland und was ist der Ölwechsel beim Auto? Wo will man da hin, wenn man auf einer Wüsteinsel steht? Ne? Geht man die nächste Tankstelle 1000 Kilometer weg oder was? Und da macht man so auf einmal Sachen und die darf man daheim gar nicht. Und da macht man sich einen Kopf und sagt, ich habe den Ölwechsel ja nicht gemacht, aber ich habe halt zugeguckt. Und da fragt man sich, ja sag mal, passiert jetzt ein großes Unrecht in dieser Welt oder ist das jetzt so schlimm? Und da merkt man erst einmal, dass man über diese elementaren Dinge, von denen man einfach die in den Mund nimmt, überhaupt keine Ahnung hat. Man hat keine Ahnung. Und mein Arbeitskollege in Berlin hat dann gesagt, ah, die russischen Panzer, die sind hier über das Feld gefahren und haben das Öl hinten ausgelassen. Blub. Und guckt das an, wächst auch noch alles. Mit dem habe ich mich dann gestritten. Gift. Das war bestimmt auch toxisch, ne? Weil wenn das erstmal im Motor war und was weiß ich, gehe ich ja davon aus. Aber da gibt es tatsächlich Bakterien, die fressen das Ding. Fressen das Öl. Ob sie den anderen Giftstoff, der da auch mit drin ist, ob wegfressen, weiß ich nicht. Aber fest steht nur, die Behauptung stimmt. Wenn man nur lang genug wartet, ne? Und es ist nicht immer so lang, kommen die geeigneten Bakterien und fressen das weg. Da wird man da drauf gehetzt, als wäre das das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ne? Und nebendran läuft das Plastikgift und das Wirkliche, was man nicht wegkriegt. Ne? Da gibt es wahrscheinlich keine Bakterien. Oder was weiß ich, gibt es Bakterien, die Chemotherapie auffressen können, wenn sie erstmal wieder ins Grundwasser langt. Ne? Da haben sie bei uns schon einen Witz gemacht, wo wir da studiert haben. Unser Monninger war das, glaube ich, die Monninger Brauerei. Die hat ihren Brunnen unterhalb vom Friedhof gehabt. Da kann man sich Gedanken machen, ob das gescheites Wasser ist, was Bier noch stimmt. Ich meine nur, wenn man das immerhin erfragt, muss man sich gut überlegen, oder was die Höpfner, das muss ja, Höpfinger. Ich nehme es zurück, darf man ja nichts sagen in so einem Film, sonst meinen die, man hätte ans Bein gepinkelt. So ist es ja gar nicht mehr. Man macht sich nur Gedanken. Und wenn man dann weiß, dass die Krebsrate zunimmt und dass die Chemotherapie immer die adäquate Anwendungsmethode ist, schulmedizinisch betrachtet, in den meisten Fällen jedenfalls, immer bedacht werden muss, so rum ausgedrückt. Und dann weiß man, dass diese ganzen Giftgas-Dinger aus dem Ersten Weltkrieg, die kommen dann zum Einsatz. Ne? Das, was die Menschen umbringen soll, das wird ihnen am Ende des Lebens verabreicht. Also Sicherstellung. Und dann kriegt es die anderen ab. Und ich frage mich dann manchmal bei diesen Dingen, wer kommt auf diese Ideen? Wie kommt das in die Welt? Hat das System am Ende, dass immer irgendwo einer am Rad dreht und das in eine Richtung lenkt, wo man sagen kann, also das kann doch nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein. Ist das jetzt eine Unterstellung, dass da ein System dahinter stellen könnte? Ne? Also man muss sich da mal ab und zu ein bisschen schlau machen, ein bisschen nachdenken. Könnte es denn so sein?
Jetzt machen wir hier weiter. Und was weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Doch, da. Insgesamt 3 bis 4 mal 5. Können die aus dem Gewebe herausgelösten Toxine über das Blut in die Leber abgegeben werden? So, also. Die Galle, die Gallenläufe, ne, sowas. Über die geweideten Gallenläufe, die das Koffein aufweidet, gelangt dieses, muss den Hergang noch einmal lesen, ich bin halt nicht mehr so fit, ne. Wird das gelöste Koffein über die Venen des Enddarms absorbiert und über das Pfortadersystem zur Leber transportiert? Über die Venen des Enddarms absorbiert und über das Pfortadersystem, weiß ich jetzt auch nicht, was das ist, zur Leber transportiert. Also es gelingt jetzt diesen Kaffee über den Darm, das ist nämlich der Unterschied, über den Magen funktioniert das anscheinend nicht so. Es geht über den Darm und da kommt es bis zur Leber. Das gelöste Koffein, um das geht's, ne? Das gelöste Koffein. Dort regt es das Öffnen der Gallengänge an, also in der Leber, sodass mehr Galle und Toxine aus der Leber in den Darm ausgeschieden werden. Das ist dieser entscheidende Prozess. Nochmal, sodass mehr Galle und Toxine aus der Leber in den Darm ausgeschieden werden. So, jetzt hat man das also jetzt so, wenn ich mir das so klar mache, ich muss mir das immer klar machen, wie auf dem Bild malen, ne? Und dann kann ich es erst verstehen. Also, ich mache das jetzt mal ein Bild. Also, das ist, deswegen habe ich es auch bisher nie so richtig erklären können, weil ich immer gesagt habe, vom Blut und so. Aber jetzt habe ich mir es aufgemalt, was der gesagt hat, jedenfalls. Ich lese es nochmal vor, ich habe es jetzt das dritte Mal, aber ich muss es leider öfters vorlesen. Wenn Kaffee rektal gegeben wird, wird das gelöste Koffein über die Vene des Enddarms absorbiert und über das Pfortadersystem zur Leber transportiert. Also das Koffein geht erstmal zur Leber. Dort regt es das, und jetzt macht das Koffein da das Entscheidende. Es macht nämlich an der Leber, wenn es erstmal dort ankommt, das Koffein, öffnet es in der Leber die Gallengänge. Was auch immer das was das ist in der Leber, das müsste man mal genauer gucken. So dass mehr Galle und Toxine, jetzt geht der entscheidende Prozess erst los. Jetzt werden die Toxine, die in der Leber sich offenbar akkumuliert haben über den Blutstrom, das da durchläuft, die werden jetzt dort wieder rausgeholt und werden wieder in den Darm abgegeben. So. Also das war jetzt erst der Widerspruch, den ich nicht geklärt habe. Wie konnten was aus dem Darm in die Leber werden die Toxine aus der Leber in den Darm abgegeben und dann ausgeschieden. Das ist offenbar der normale Reinigungsprozess. Den muss man sich halt klar machen. Und ein Nichtmediziner oder ein Laie, dem ist das erstmal nicht klar. Aber wo soll überhaupt was aus dem Körper ausgeschieden werden, wenn nicht über die Haut und den Darm? Ne? Ist ja eigentlich klar. Und gibt schon noch ein paar andere Systeme, wo es noch aus dem Körper rausläuft. Aber das sind die entscheidenden wohl. Ne? Und an den Rest darf man erst gar nicht denken. Ja. Dass da Giftstoffe drin sind. Ne? Ja, will man gar nicht daran denken. Aber es wird schon so sein. Jetzt Blut, Toxine. Im Blut kommt nochmal, den Vorgang nochmal. Obwohl, jetzt habe ich es zu oft wiederholt. Egal, abschließend halt. Der kranke Körper ist vergiftet. Das Gift sitzt in den Zellen im Körper und blockiert irgendwelche Reaktionen, natürliche Reaktionen, sodass es dort zu Krankheit kommt. Was auch immer, chronische Krankheiten.
Um das zu beheben, geht man folgendermaßen vor. Man muss zusehen, dass das Blut in die Lage versetzt wird, die Toxine aus dem Körper abzuholen. Das wird dadurch gemacht, indem bestimmte ausgewählte Nahrungsmittel und man hat noch ein paar andere Sachen dem Körper zugeführt werden. Wohlgemerkt geht es auch über den Magen in dem Fall, ne? Nahrungsmittel. Die Toxine werden dadurch durch diese Maßnahme, werden Toxine an den Zellen gelöst. Ich weiß es zum Beispiel von dem einen Vorgang, das ist die Buttwig-Diät, Gerson-Buttwig, ich nenne das mal in einem Atemzug, und die macht Leinöl. Und die Frau Dr. Buttwig, die hat mich einfach vollkommen überzeugt, Leinöl ändert an der Zellmembran Entscheidendes, sodass hier die Giftstoffe nicht mehr in die Zelle reingehen und die Zelle nicht mehr toxisch wird. Und da muss das Blut das anscheinend abtransportieren, was anderes könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Der Atem gibt noch, also ich gehe mal vom Blut aus. Und die Haut, gut, Blut nimmt jetzt diese Giftstoffe aus dem Körper auf und transportiert die zur Leber. Das ist die Idee. Könnte man ja sagen, ist alles gut und die Leber muss es sehen, wie sie es in den Damm bringt. Und das sagt der Gerson aber, wenn ich da jetzt schon aktiv wäre und euch da therapiere und ihr die gute Sache esst und da kommen so viele toxische Stoffe in die Leber, dass das zum Schock führt. Die Leber kann das nicht mehr verarbeiten. Und der Leber müssen wir jetzt helfen, dass sie diesen Entgiftungsvorgang beschleunigt abgeben kann. So muss man das sich vorstellen. Und dann macht er diesen Einlauf in den Damm und dann findet eben dieser Prozess statt. Über das Venen-Fortadersystem gelangt das Koffein in die Leber, regt dort in der Leber diese Abgabe der Gallenflüssigkeit an und über diese Abgabe der Leber oder Gallenflüssigkeit werden die Toxine aus der Leber in das Blut abgegeben in das Blut nicht abgegeben, in den Damm abgegeben. Und wie funktioniert das? Ja, über diese Gallenwege, so geht's. Offene Gallengänge. Das ist genau das. Ich habe da immer den Kurzschluss gehabt, dass es wieder zurück ins Blut ging. Nein, das ist eben nicht so. Im Blut werden bloß die Toxine antransportiert, aus dem Körper, in die Leber. Und das Blut muss drei bis fünfmal durch die Leber, weil der so viel Toxine bringt. Und dann häuft sich das, so kann man sich das jetzt vorstellen, ich brauche immer eine Baustelle, wo die Laster kommen und dann kippen die was ab da und dann muss das weg. Und wenn da ein Engpass ist, dann muss man sehen, dass der erweitert wird, mehr Förderbänder oder so. So kann ich mir das vorstellen. Ne? Ja, mehr Förderbänder, raus. Und dafür sorgt das Koffein, dass dort praktisch an der Leber, wo die anderen kommen und ihr Müllhaufen da aufschütten, und dass das wegkommt, braucht man Förderbänder, die das zurück in den Damm transportieren. Eben nicht zurück, die das in den Damm transportieren. Und dass aus dem Damm die Hilfsstoffe da zufälligerweise kommen, das ist ein Zufall, könnte auch woanders herkommen. Aber in dem Fall ist es so, Kaffee macht sozusagen, die Transportkapazität der Förderbänder wird erhöht. So, jetzt habe ich es. Ja, jetzt habe ich das Bild gemacht, jetzt verstehe ich es. Die Transportkapazität der Gift Förderbänder, die das in den Damm transportiert wird, erhöht durch Koffein im Enddarm. Ist jetzt nicht unbedingt logisch. Man könnte, wenn man dieses System jetzt mal analysiert, könnte man sagen, wenn ich in der Lage wäre, das Koffein anders in die Leber da zu bringen und diese Gallengänge sich öffnen, dann könnte man es vielleicht mit einer idealen Spritze direkt neu machen. Muss man nicht unbedingt über den Darm gehen. Dieses System, das ist ja immer der Irrtum, weil man fragt, was soll denn das im Darm? Ne? Ich kann doch das auch anders, ich meine, Darm ist sauber und so. Ne? Klärt die Frage gar nicht. Es geht um die Leber. Und das muss man klar machen. Es geht um die Reinigung der Leber oder um die Kapazitätserhöhung der Leber. So, jetzt habe ich es aber eindeutig gesagt. Ne? Ja. Da ist es jetzt auch ein Bauingenieur verständlich. Oder ein, der eben nicht medizinisch. Und das kann man nicht genügend betonen.
dass das also praktisch zwei, also ich meine, wenn man das erstmal in diesen Kategorien hat und man kennt sich in diesen Kategorien ein bisschen aus, da kann ja jeder jetzt mitreden, ne? Indem er sagt, komm mal da, ich nehme bestimmte Nahrung zu mir und die verändert meine Zelle. Und an den Zellen wurde Schandluder über Jahre betrieben, in denen immer Giftstoffe neu gebollert wurden. Und irgendwann hat das System gesagt, ich schaff's nicht mehr, ne? Kann nicht mehr. Und jetzt kommt diese Therapie, hilft denen mit guten Nahrungsmitteln und schmeißen die Giftstoffe raus in die Zelle, in dem ganzen Körper, wenn die Giftstoffe eliminiert, über das ganz normale menschliche System, das vorhanden noch ist und wenn es noch funktioniert. Und dann wird es im Blut wird das Gift abtransportiert, kommt in die Leber. Die Leber säubert dieses Blut und häuft jetzt eine Unmenge von dem Giftzeugs an. Und jetzt passiert es eben, dass die Leber irgendwann mal sagen würde, über Jahre habt ihr mich gequält und jetzt kommt er noch mit dem ganzen Zeug dazu. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Und da sagt der Gerson, jetzt muss ich mir denen helfen, jetzt müssen wir eingreifen. Und das machen wir mit dem Koffeineinlauf oder mit dem Kaffeeeinlauf. Und dann ist die Leber in der Lage, dieses Blut weiterhin vollkommen zu reinigen und die Giftberge in der Leber in den Darm abzugeben. Und dann wird es aus dem Darm rausgespült. Ne? Mit dem Kaffee gleich mit oder wie am besten. Wutsch. Und deswegen macht der tatsächlich in seiner Therapie, und da kommt ein normaler Mensch und seine Vorstellungen gerät da an seine Grenzen, macht er 4 bis 5 Einläufe am Tag. Also wenn man diese Tabelle anguckt hier, was so ein armer Mensch da bei dem durchlaufen muss, und das sind es tatsächlich, so läuft es dann ab. Morgens um 6 kommt da eine Schwester oder jemand und verpasst einmal einen Einlauf. Bing! Da ist man schon gerüstet fürs Frühstück. Um 10 kommt nochmal einer. Ping! Um 14 Uhr denkt man, hat Ruhe, schon wieder einer. Um 18 Uhr wieder einer. Und es sind immer 4 Stunden. Kann man eigentlich ausrechnen. Alle 4 Stunden gibt es einen Einlauf. Und um 22 Uhr darf man dann getrost die Augen zumachen. Also sollte diese Patienten, die sind schon, ich meine, das ist konsequent gedacht. Der Dr. Gerson geht davon aus, also so ist es auch bei dem Orgon da gewesen. Wenn wir erstmal davon ausgehen, dass das, was ich da mache, so wirkt, dann muss ich auch konsequent handeln. Ne? Ich habe das ja schon mal erzählt, bei dem Orgon, das sieht man ja nicht. Ne? Und wenn man aber jetzt glaubt, man hat ein Gerät entwickelt, ne, was Orgon sammelt, dann muss man damit sich überlegen, was für Konsequenzen das jetzt hat. Ne? Und wenn man dann an einem bestimmten Punkt sagt, oh ja, wird schon nicht so, dann ist man aber eigentlich kein Spezialist für Orgon. Ne? Und so muss es halt der Gerson auch machen. Er geht davon aus, er macht den Körper sauber mit seiner Therapie, also muss er es auch raustransportieren. Konsequent, sagt er, um keine gefährliche Situation zu erzeugen, machen wir es 5-mal am Tag. 1, 2, 3, tatsächlich 5-mal. 5 mal 4 gibt 4. Nee, 5 mal 4 gibt bloß 20. Müsste dich eigentlich nachts nochmal rausholen. Ne? Das macht er dann doch nicht. Was worden wäre das nächste Mal um 2 Uhr? 6 mal 4. Das lässt er dann. Nur 6 Uhr morgens und darfst da ein bisschen schlafen zwischendrin. 8 Stunden Schlaf braucht der Mensch, sagt er. Ach so, das ist ja fantastisch ausgedacht, tatsächlich. Ja. Und so kommt man der Therapie langsam näher. Ich werde mich dann im nächsten, wenn ich nochmal so ein Video mache, werde ich mich nicht versuchen, nicht laufen zu wiederholen. Aber es kommt natürlich immer wieder auf dasselbe raus. Ne? Das sind halt die zwei Bestandteile. Veränderte Nahrungsaufnahme und veränderte Giftstoffabgabe. Vollkommen klar. Das ist der Kern dieser Therapie. Da habe ich aufgemalt. Das ist der Kern. Da ist der Darm. Kaffee geht zur Leber. Blut kommt aus dem Körper. Toxine im Blut bauen sich in der Leber auf. Und Koffein macht Förderbänder klar, die Kapazität der vorhandenen Förderbänder
zurück. Eigentlich müsste ich den Weg zurück machen. Rutsch in den Damm geht es. Bis zum Damm. Ja. Da unten geht es zurück. So, jetzt hat man das Bild im Kopf. Ne? Koffein da, Toxine da, Blut da, Leberzentralstelle. Ausscheidung hier kann man sich dann selber vorstellen. So. Und dann fallen die Toxine dahin raus. Zack. So ist es jetzt ein Bauablaufprogramm. Baubetrieb nennt sich sowas. Nein, das ist nicht Baubetrieb, sondern muss man ja vorher schon planen noch. So, haben wir Analyse der Bauzusatzstoffe. Das war's. Also das steht ja alles genauso drin, aber offenbar muss es bei mir ein bisschen länger. Also das war früher, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Nein, ich war alles nicht. Also ich lese es jetzt mal vor, der Schluss. Ne? Also das Blut in die Leber abgegeben werden. Wo die Toxine über das Blut in die Leber abgegeben werden. Soweit wollen wir. Von dort gelangen sie wieder zu den infolge des Koffeins geöffneten Gallengängen. Steht ja alles wortwörtlich da. Man muss es ihm nur klar machen. Dennoch können die Toxine nicht sofort den Körper verlassen, so wie ich das jetzt gemalt habe, sondern müssen erst noch den Dünndarm, also ungefähr 8 Meter, passieren. Von dort durch den Dickdarm, nochmal 1,2 bis 1,5 Meter, und werden schließlich über den Enddarm und den Anus ausgeschieden. 10 Meter Passage, müssen Sie noch machen. Auf dieser langen Reise werden naturgemäß kleine Mengen der abgegebenen Toxine wieder in den Organismus rückabsorbiert. Sie können Beschwerden auslösen, besonders in der anfänglichen Therapiephase. Ach, die werden in den Dünndarm abgegeben. Oder von wo werden die eigentlich abgegeben? Leber, das läuft insgesamt. Von wo aus geht es denn in der Leber dort zurück? Das werden wir jetzt schon wieder. Ich habe es falsch gezeichnet. Ne? Es muss weiter oben neu, muss dann wieder ganz unten raus. Also das muss ich jetzt noch einmal. Das Video ist verbesserungswürdig, sehe ich jetzt auch. Wenn man es genauer hinholen will, muss man jetzt wissen. Auf dieser langen Reise werden naturgemäß kleine Mengen. Sie können Beschwerden auslösen, besonders in der anfänglichen Therapiephase, wenn die Entgiftung gerade begonnen hat. Das ist der Grund, warum zu Beginn der Therapie 4 bis 5 Einläufe täglich verabreicht werden. Da steht's ja. Und warum die durch schnellere Behandlung mit Rizinusöl ebenfalls zum Therapieprogramm gehört. Die noch schnellere Behandlung mit Rizinusöl. Ja. Das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das weiter oben da wieder neu kommt. Ich mich doch gezwungen, diesen Zusatz auch noch zu machen, weil ich mir jetzt mal klar machen wollte, was der da meint mit seinem Dünndarm. Und ich ja keine Ahnung mehr habe, wie es funktioniert. Also da ist der Ablauf der Nahrungszufuhr. Oder Verdauung und so weiter. Eine Minute im Mund. Das sieht man da. Eine Minute im Mund. 2 bis 3 Sekunden in die Speiseröhre. Dann geht es in den Magen. 2 bis 4 Stunden. Okay, ganz schön. Magen. Kann ich jetzt nicht entscheiden. Das ist der Magen. Das ist die Leber wahrscheinlich. Magen. Dann kommt es in diesen Dünndarm da unten, diesen ewig langen Dünndarm, da wo er gesagt hat, das ist so ungefähr 10 Meter lang. 2 bis 4 Stunden ist es im Dünndarm. Und dann geht es in diesen Dickdarm da rein, da unten geht es in den Dickdarm rein, da läuft es außen rum und da unten raus. Und da bleibt es 10 Stunden unter Umständen drin, bis zu einigen Tagen. Und dann geht es endlich ab. Und das müsste ja die Leber sein, ohne dass ich jetzt wieder nachgeguckt habe. Ich kenne mich halt nicht so gut aus, wie man sieht. Und um die ging es ja. Die sollte aktiviert werden, dass das Blut, das in die Leber geht, da in diese. Und das wird dann in den Dünndarm abgegeben. So, und da gibt es da auch noch ein Bild.